Herzlich willkommen zu einer Digitalisierung und einem Soundvorstellung von den S66 Soundmodulen für die GE661, dem RHB-Krokodil. Eingebaut ist hier der Drive XL, das S66 Soundmodul. Sitzt beides hier drin und natürlich die Beleuchtung entsprechend angeschlossen. Wir haben da einmal das Soundmodul mit den 40 einzeln schaltbaren Geräuschen. Wir gehen da mal auf ein paar drauf ein. Wir haben auch hier die Ansage 26 Sonderzug Alpine Classic. Tatsächlich ist auch dieses Modell das Alpine Classic Glacier Express Modell. Fahrgeräusch. Bezug auf Gleis 1, Port Dock, bitte die Stiege. Ich muss mal gerade gucken, ist sehr laut. Hier ist auch serienmäßig ein Poti eingebaut gewesen. Das kann mitverwendet werden. Nein, ich finde es jetzt nicht. Das Poti, das Serien, also in der Lok ist serienmäßig ein Poti verbaut, das kann man einfach umstecken. Genauso wie die Reed-Kontaktplatine. Man hört hier auch die Stufenschalter sehr gut raus. Ich mache das Ganze hier im Programm, der hat nur einen Punkt. Man hört hier auch sehr gut die Stufenschalter raus, die einzelnen Stufenschaltgeräusche. Und man hat hier auch, man sieht auch das weiche Anfahren durch die Gestänge von dem Drive XL.